Haben wir einen stolzen Adober? Wer ist das Adober Gesicht? Wer ist? Die Jugend. Die Jugend. Komm her. Nee, nee. Wer bist du? Stefan. Bist, kommst du aus Adober? Freilich. Bist jetzt im Fernsehen. Was? Ach, servus. Du wirst dich dann auf YouTube sehen. Ich überreiche dir. Bitte. Danke, dass du da bist. Also kommt, greift zu. Schleid, Bad Elster, Auerbach, Vogtland, Bad Brambach, Mühlau, Wernes, Grüner. Wo heißt denn Elsnitz, mein Bruder? Elsnitz, dreht um hier. Ja. Ah! Ja, okay. Siehst du? Ihr habt euch noch ein Elsnitz bestimmt noch nicht gesehen, oder? Nein, beim Essen. Nee? Ach, beim Essen. Da könnt ihr euch gleich mal Handynummern austauschen fürs nächste Mal. Gestern waren wir im Blauen. Okay. Erzähl mal von Blauen, wie heißt denn du? Ich bin der Samuel. Ilona. Und erzähl mal von Blauen. Was soll ich denn erzählen? Was willst du denn hier? Was dich bewegt, was dich mitgerissen hat, was du alles gut fandest. Was ich gut fand, die Stimmung, die war bombastisch, die Redner, die waren toll. Und überhaupt die ganze Atmosphäre war Wahnsinn, Wahnsinn. Wie ist deine Einschätzung? Wie viele Seelen waren in Blauen? Wir schätzen 10.000. Die Verbrecherbande haben wieder gelogen. Das wollte ich hören. Ich bin stehen geblieben. Ich will euch mal ein Herz aus Blauen, eine liebe Seele vorstellen, dass die Petra die gleich ausreißen tut. Die hat nämlich die ganzen Schilder vor uns geklebt. Und wie fandst du gestern Blauen? Bombastisch. Geil. Einfach nur bombastisch. Die kämpft ob Auerbach, ob Rodewisch, ob Blauen. Die ist überall aktiv dabei und ihr stehen die Tränen. Hier bist du auch im Fernsehen. Und denkt dran, ihr dürft euch ruhig drücken, denn Corona ist vorbei. Diese scheiß Lügenpressen. So, los. Heinz Becker, der Veranstalter, legt los. Er brennt für Adorf. Ich habe es noch gar nicht gesehen, Auerbach. Ja, oh ja, ich bin auch dabei. Auch. Ich mal trinken, danke, dass du da bist. Ja, klar. Ja, kommst auch. Wie heißt du? Birgit. Die Birgit aus Auerbach. Unsere Unterstützung. Ich bin Auerbacher Veranstalter. Wir laufen ca. zurzeit 920 Seelen durch Auerbach. Ich hoffe, nächste Woche am 3. Oktober werden es viel mehr. Vorher haben wir es ausfallen lassen. Jetzt brennt die Luft und wir haben gesagt, wir laufen jeden Montag. Und lasst die Geschichte uns in die rechte Ecke drücken. Ist uns scheißegal. Wir ziehen durch für unser Vaterland, für unser Sachsen, für unser Vogtländer. Also los! Teumer ist hier, Manu, du hast Teumer. Ich bin heute zur Unterstützung aus Auerbach da. Hier unser Filmer, unsere medienwirksame Leistung, der Salja Film für uns in Auerbach. Auch wir laufen heute in kleineren Kreis. Und bringt euch ein, zeigt Gesicht, seid stolz auf eure Stadt, auf eure Region. Am Reichenbach, jetzt bist du dran. Wie heißt du? Wendy heißt ich. Wendy. Hat mir geschrieben, oder? Ja. Schön, lass mal trinken, komm. Alles, ach, alles gut. Hier, Wendy, auch du bist jetzt im Fernsehen, auf YouTube zu sehen. Erzähl mal, warst du auch Blauen? Diese Woche nicht, ich gestehe. Nicht so schlimm. Und wo bist du sonst unterwegs? In Auerbach. Oh, Auerbacher Unterstützung aus Reichenbach. Danke, dass du da bist. Lass mich nochmal drücken. Gerne. Die Polizei kam zum Versammlungsleiter unten. Kommt ein Sturm an Menschenseelen hier raufgedrungen. Ist geil? Schwör, schwör! Auch wir sprachen gerade von Corona und Impfpflicht. Auch hier haben wir, wer an der Pflege ist, das Impfpflichtthema ist noch nicht ganz vom Tisch. Ups, so jetzt bin ich wieder da. Ganz von dich. Also, auch dieses Schild könnt ihr gerne nehmen. Bedient euch. Jawohl! Los, Bärkatze! Wie heißt du? Jana. Wo kommst du her? Aus Auto. Bist du Single?
Ja. Also, Männer, kommt her. Ach, du bist jetzt im Fernsehen. Ja. Lass stricken. Danke. Oh. Wir in Auerbach stellen gerne Fragen. Wer hat Lust, dann diesen Banner zu tragen? Hier. Der Pflege hat noch eine rechte Hand frei, die sucht noch einen Partner. Denn wir haben hier Singlebürste. Oh. Impfpflicht in Gesundheitswesen. Ich hab's mitgebracht. Einfach weil das uns beschäftigt hat. Ihr könnt auch tauschen, wenn ihr wollt. Ich kann euch. Seid ihr schon in der Pflegegruppe? Seid ihr drin in der Pflegegruppe? Gesund in der Pflege? Nee, ich meine jetzt Telegram-Gruppe. Habt ihr Telegram? Telegram habe ich, ja. Ja, ich habe heute einen Admin da aus Rodewisch, der hat über 700 Mann aus der Pflege in Telegram-Gruppe. Vielleicht wäre das interessant für euch. Ich möchte euch den lieben Heinz Becker vorstellen. Die meisten werden mich alle kennen, die von weiter her vielleicht meinen Namen schon mal gehört haben. Wir sind jetzt angehalten, die Versammlung zu eröffnen, weil mir gesagt worden ist, es hat alles schon Versammlungscharakter, was wir hier machen. Aber ich glaube, Petrus ist uns heute nicht so richtig hold. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass es nicht regnet. Auf jeden Fall ist es schön, dass ihr alle da seid. Und ich möchte offiziell die Versammlung eröffnen. Die gesamte Zeit wird uns die Polizei begleiten. Wir haben eine Begrenzung für die Lautstärke, für die Lautsprecheranlage von 90 Dezibel. Das hat wahrscheinlich in der Vergangenheit keine Rolle gespielt, wenn auf diesem Marktplatz Musikveranstaltungen durchgeführt worden sind. Da war es erheblich lauter gewesen. Aber wir sind begrenzt mit der Lautstärke. Ihr auf jeden Fall nicht. Ihr könnt laut sein. Vielleicht mal zur Geschichte hier in Adorf. Wir haben Anfang 2021 uns aus dem Oberland versammelt und sind nach Plauen zur Demo gefahren, standen dort am Wendedenkmal, haben dort in strömenden Regen verharrt oder bei Schneesturm, hatten dann immer eine Stunde Fahrt dorthin und eine Stunde zurück und haben gesagt, das können wir auch in Adorf. So ist eigentlich auch unsere Demo hier in Adorf entstanden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals haben wir Gesicht gezeigt gegen die Corona-Maßnahmen. Mittlerweile ist es ganz einfach, ist die Liste ganz einfach viel, viel länger geworden, warum wir uns hier versammeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden weiterhin unser Gesicht zeigen und protestieren gegen diese Machenschaften dieser Regierung. Und wir werden ganz einfach diese Bande von Marionetten aus ihren Ämtern vertreiben. Politik wollen Krieg und keiner geht hin. Wurde gesponsert von einem Unternehmer. Los, wer hat Lust? Zeigt das auch Richtung Straßenseite. Laubt den vor. Laubt auch bis hintereinander neben der Straße, dass die Fahrer das sehen. Oh, wer bist du? Die Idee aus Plauen. Aus Plauen, wunderbar. Warst du auch gestern? Natürlich. Dann kennst du noch einen Frank, oder? Ja, natürlich. Auch. Dann bist du im Fernsehen. Ja, hier war's. Wir haben noch Straßenortsschilder. Wer kommt aus Wernersgebiet? Hier haben wir Straßenschilder. Vielleicht ist eure Ortschaft dabei. Unser Land zuerst. Jawohl. Dankeschön.
So, wir haben auch die Presse aus Auerbach da, unseren David Rötschke, der begleitet uns auch seit neuestem immer aktiv mit. Auch die gewinnen wir auf unserer Seite. Es gibt da auch sehr gute Menschen und Seelen. Schau dich um, mein Herzblatt. Oh, Thema. Mein Bruderbund auch. Wusstest du das schon? Nee, das ist der Zündler. Ich sag nochmal durch, Waldgebiet, oberes Vogtland, haben wir da jemand da? Falkenstein! Habt ihr Verwandte, Geschwister? Oder kommt ihr als Nachbarort? Dann seid ihr dazu verpflichtet! Mensch, ist das ein zähes Pflaster hier! Ihr werdet doch ein paar Ahnen aus Hörnens Grün haben! Die Pilzlegende, oder? Oder wir machen so, wer bringt Werners grüner Bier? so viele Schilder habe ich gar nicht. Merkt ihr was? Auch Demo muss menschlich und zufrieden sein. Es ist keine Party. Wir sind mit einem Ernst hier. Aber ich finde, mit einem lockeren Ernst. Und dann ist eine Art eure Bühne. Nicht meine, sondern eure Bühne. Denn ihr habt genauso die Schnauze voll wie ich, oder? Ich höre euch nicht! Ich höre euch nicht! Komm zu euch, Schönheit! Ja! Komm her! Wir haben unseren YouTuber da. Ursprünglich. Ne? Ursprünglich, der Schönheit. Ja. Und jetzt? Wie heißt du? Christian. Und? Wo wohnst du? Und was treibt dich hierher? Was kotzt dich an? Alles. Ganze scheiß Politik. Falkenstar! Ist schon weg? Aber du kannst mal gucken, gleich ist der. Hast du einen Freund? Ja. Ja? Oh. Sogar verheiratet. Sogar verheiratet? Ja. Okay. Sehr schön. Danke, dass du da bist. Siehst du, wir bringen auch Menschen zusammen auf einer Demo, die es noch nie am selben Ort, also in derselben Stadt gesehen haben. Kennt ihr diese? Die Friedensfahne aus Blauen. Ich schreibe Geschichte. So wie ihr. Ihr seid alle Zeitzeugen. Wie lange? Oh, 10er. Heinz, wir wollen starten. Hallo Vogtländer! Hallo Adolfer! Kreizer, Thüringer, wo ihr auch herkommt. Es ist geil. Wir wollen unser Friedensmarsch durch Adorf beginnen. Seid laut, zeigt euch euren Unmut. Filmt, macht Bilder, teilt es in Telegram-Gruppen auf Facebook. Ganz wichtig, auch WhatsApp-Status. Die Bewegung aus Sachsen, das sächsische Bergvolk, marschiert los. Heinz, wo geht's lang? Heinz Becker öffnet hier mit dem Friedenslauf in Adorf. Wir treffen uns nachher hier noch, haben noch eine kleine Kundgebung. Wir haben ein paar Redner aus Blauen, auch ich werde noch ein bisschen was sagen und der Veranstalter. Jetzt laufen wir friedlich hier diese Straße runter. Der Umlauf ist hiermit gestartet. Ich höre euch nicht. Thank you.
Schätzt ihr ein, wie viele Seelen hier in Adorf heute waren? Richtig, knapp 1000 Seelen in Adorf. Herzlichen Dank an euch! Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Gänsehaut pur. Jede einzige Seele ist aufgewacht. Ihr möchtet unser Land verändern. Ich sage Danke und rufe unseren ersten Redner hoch. Lorraine, bist du mitgelaufen? Natürlich. Mich kennst du auch nur aus Telegram. So, Lorraine, was liegt dir auf dem Herzen? Erzähl es den Leuten. Hallo Adolf! Verdammte Scheiße, seid ihr geil und laut!
Ich muss zugeben, ich habe gar nicht viel vorbereitet, weil ich einfach fertig bin gerade. Gestern war mega mäßig und ich weiß, viele von euch waren dabei. Vielen Dank dafür. Ihr könnt alle einfach nur stolz sein. Ihr habt Arsch in der Hose. Und ich hoffe, dass sich das ab dem Oktober auch nicht ändern wird. Es ist durchaus möglich, dass es jetzt echt bald einen anderen Wind geben wird hier. Aber das ist uns egal. Wir kämpfen für unsere Zukunft. Wir kämpfen friedlich, aber wir kämpfen. Ihr seid alle so toll. Ihr habt Schilder getragen, ihr habt Fahnen getragen, ihr habt lautstark euren Unmut kundgetan. Macht weiter so, gebt nicht auf! Genau, danke sagen. Danke ist alles, was ich jetzt gerade noch kann und möchte. Ich bin fertig. Ihr seid so toll und ihr gebt uns allen so viel Kraft. Und ich hoffe, dass das weit geht, übers Vogtland hinaus, nach ganz Deutschland, zu allen, die jetzt noch nicht den Mut haben, auf die Straßen zu gehen. Bringt sie dazu. Macht Krach! Maureen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für deine Worte. Also motivieren kann diese Frau hat Power. Lieber Basti, komm bitte hoch, du bist der Nächste. Basti, kennt ihr, oder? Also, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich bin normalerweise nicht der, der irgendwas von Zetteln abliest, aber heute hat er mir so einen zeitlichen Rahmen gegeben. Und wenn ich immer anfange zu reden, dann steht er bis morgen früh da. Also, ich bin der Basti. Ich bin einer der Menschen, über den manche Menschen den Kopf schütteln. Einfach vielleicht nur aus dem Grund, weil ich immer offen und ehrlich meine Meinung sage und weil ich sie auch hinaustrage. Dies sind allerdings auch die Menschen, die es nicht versuchen, mit mir ins Gespräch zu kommen oder letzten Endes auch einfach sich nicht die Mühe machen, zu hinterfragen, was meine Beweggründe dafür sind. Wieso ich was tue, oder wieso ich vielleicht zu manchem eine andere Meinung habe. Es könnte ja vielleicht auch Ihre Ansicht oder Ihr kleines Weltbild etwas erschüttern. Ich bin letzten Endes auch einer der Menschen, der sich viel beliest, um sich seine eigene Meinung zu bilden. Hinterfrage alles und glaube nichts, fand ich immer eine sehr schöne Aussage. Dazu zählen auch Studien und wissenschaftliche Argumente, die nicht im Fernsehen aufgegriffen werden, sich anzuschauen und auch diese kritisch zu hinterfragen. Ginge es nach Herrn Lauterbach, hätte ich also eventuell das Zeug zum Wissenschaftler. Denn laut seiner Aussage ist man Wissenschaftler, wenn man viele Studien liest. Das soll jetzt aber hier, wie gesagt, gar nicht mein Thema sein. Ich möchte dazu sagen, ich gehöre keiner Partei an. Ich passe in keine Schublade, in die ihr mich oder vielleicht auch euch hier permanent stecken wollt. Alle die, die ich hier sehe, sind Väter, Mütter, Omas, Opas, Töchter, Söhne und Enkel. Und viele von euch haben viele Themen, die sie bewegt und viele Gründe hier zu stehen. Ich persönlich stehe heute hier, weil ich ein Mensch sein will und nicht nur eine Sache, über die man bestimmt und verfügt, nur weil andere meinen, sie haben den einzig richtigen Weg für sich gepachtet. Es war und kann nicht recht sein, unseren alten Kindern und auch uns jegliches Recht abzusprechen, selbst zu entscheiden, ob und wie jeder Einzelne sich schützen möchte, welche Meinung er zu haben hat oder auch wie er sein Leben gestaltet.
Es ist einfacher wahrscheinlich, die Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden. Und Krisen wie diese sind wahrscheinlich auch immer am letzten Ende ein soziales Experiment. Wie schnell akzeptieren Menschen neue Normen? Wie biegsam und gehorsam sind sie? Man muss etwas nur oft genug wiederholen, damit es als gegeben akzeptiert wird. Und ich lehne dies ab. Wann hat der Mensch eigentlich verlernt, Nein zu sagen und angefangen, alles hinzunehmen, beziehungsweise zu glauben, dass die Entscheidungen, die andere für uns treffen, als gegeben hingenommen werden müssen? Die Freiheit ist nämlich nicht, wenn man machen kann, was man will. Die Freiheit ist aber sehr wohl, wenn ich nicht machen muss, was ich nicht will. In der heutigen digitalen Welt könnte man meinen, wäre unser Gehirn ein App, würden wahrscheinlich mehr Menschen endlich mal anfangen zu denken und es zu benutzen. Und wenn wir nicht achtsam sind und aufpassen, geschieht das schneller, als uns lieb ist, nur eben ohne das besagte Gehirn. Wenn wir heute wegschauen, werden wir uns einmal fragen lassen müssen, warum wir wortlos alles hingenommen haben, ohne die Stimme erhoben zu haben. Ein intelligenter und auch sehr bemerkenswerter Mann sagte einst, ein freier Mensch ist der, der sagt, ich will nicht über das Leben anderer bestimmen, noch will ich mein Leben von anderen bestimmen lassen. Ich will nicht herrschen, noch beherrscht werden. Ich will nicht Herr sein, noch ein Knecht. Ich will mich nicht für jemanden opfern, noch jemandem dienen. Weil man die Gedanken nicht angreifen kann, greift man eben die Denkenden an. Doch wir wissen, die Gedanken sind frei und das sollten sie auch bleiben. Und eines sollte euch bewusst sein und werden. Die Freiheit, die man sich erspritzt oder erkauft, hält gegebenenfalls 3 bis 6 Monate lang oder ebenso lang, wie der Kühlschrank voll ist und die Heizung noch warm. Die Freiheit, wegen der ihr und ich hier stehen, die hält ein ganzes Leben lang. Dessen solltet ihr euch bewusst werden. Seid mutig und seid ihr selbst die Veränderung, die ihr euch von anderen erwünscht. Und seid gewiss, diese Zahnpasta hier geht nicht zurück in die Tube. Lasst uns friedlich streiten für eine bessere Zukunft in Frieden und Freiheit. Hören wir auf zu unterteilen in die da und uns da, in gespritzt und ungespritzt. Hören wir auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen und reichen uns wieder die Hände. So sollten wir denken und fühlen. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass hin und wieder jedem noch so positiven, also positiv in, ihr wisst schon, was ich meine, Menschen die Energie ausgehen mag. Auch mir geht es nicht anders als euch. Obwohl ich ein zutiefst lebensbejahender Mensch bin. Und dafür danke ich meinen Eltern sehr. Und doch gibt es keine Option, denn sitzen zu bleiben und zu schweigen ist nicht die Lösung des Problems. Also umgebt euch mit positiven Menschen, hört auf euren Körper, nehmt euch Auszeiten, wenn ihr sie nötig habt. Und verlernt niemals, Nein zu sagen. Und ich komme gleich zum Schluss, aber eines hätte ich noch. Und wenn die Menschen
mit denen ihr ins Gespräch kommt, meinen, dass es ihnen gut geht in ihrer kleinen, heilen Welt und vielleicht nicht mit jedem von euch reden, diskutieren oder sich auseinandersetzen mögen, dann geht zu ihnen hin und sagt ihnen einfach mal ein klein wenig was von dem, was ihr schon so in Erfahrung gebracht habt. Zum Beispiel von digitalem Geld, einem sozialen Kreditsystem, einer digitalen ID, Transhumanismus und einem sozialen Ausgleichsgesetz, sodass niemand mehr behaupten kann, er habe von nichts gewusst. Für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Bleibt stabil und frei. Ich danke euch, dass ihr heute Abend hier wart. Ich bin tief gerührt. Soll ich es dran lassen? Den nächsten Redner, David aus Plauen. Ein Applaus! Machen wir mal so. Ich denke, ich brauche mich nicht weiter vorzustellen. Adolf, ihr seid geil! Ich habe das gestern, glaube ich, ziemlich oft zu vielen Menschen gesagt, alles, was recht ist, soll euch widerfahren. Und ehrlich, alles Glück der Welt geht nämlich von euch aus. Ihr seid der Wahnsinn und so wie ich euch das gestern am Wegesrand im Plauen allzu oft gesagt habe, ihr seid wahrlich die Solidarität, die Toleranz, die Gemeinschaft, das Leben, ja, kurzum, ihr seid das, was dieser Republik größtes Glück ist. Ich kann nur sagen, nachdem ich gestern ein paar Sachen auch schon rangerieselt bekommen habe, man war wohl nicht ganz zufrieden mit ein paar Kleinigkeiten. Ich brauche nicht zu erwähnen, wo das woher kam. Nun ja, meine größte Hoffnung ist eigentlich, dass diese Momente hier noch lange andauern, dass wir noch sehr, sehr viel mehr werden und dass ihr großartigen Menschen tatsächlich begreift, dass das Einzige ist, was ihr braucht, ihr seid. Und das ist eine Tatsache. Ich kann mich meinem Vorredner eigentlich auch nur dahingehend anschließen, dass wenn wir jetzt anfangen, wieder billige Kompromisse einzugehen, es mit unserer Freiheit nicht mehr lange weit her sein wird. Denn dann ist der Freiheitsbegriff nur noch irgendetwas, was man daher schwadroniert, wenn man billige Stammtischreden hält oder im Plenarsaal des Deutschen Bundestags steht. Und auch wenn mir eins bewusst ist, darüber wurde ich gestern aufgeklärt, das ist eine tragische Information, die ich bekommen habe. Der Friedensplan, an dem wir jetzt sehr, sehr lange auch uns selbst Gedanken gemacht haben, wie er zustande kommen kann, wird leider durch die Referenden, die im Moment gerade durchgeführt werden, schwieriger. Das heißt nicht, dass er nicht vermittelbar ist. Noch ist die Zeit für unsere Politiker, tatsächlich ins Gespräch zu kommen. Und wenn euch irgendeiner von den Etablierten, eure Bürgermeister, Landräte, ja, euer Ministerpräsident in Zukunft einreden will, es gäbe zu gewissen Dingen keine Alternative, denen könnt ihr dann mit stolzgeschwellter Brust entgegentreten und sagen, doch, die gibt es. Die Alternative zum Krieg ist der Frieden. Die Alternative zu Armut, Hunger, Leid, Not und Elend ist die Schaffenskraft dessen, was ihr die letzten 30 Jahre gerade hier bei uns erlebt habt. Also will ich es jetzt gar nicht mehr so lang machen, weil ähnlich wie die Marine war das heute hier quasi Stand-up. Also ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für euren Mut, für euer Engagement. Ja, für euren Weg, gemeinsam einen neuen solidarischen Weg, eine neue Solidargemeinschaft zu bilden. Denn die müssen wir werden. Um diese Demokratie zu heilen und zu reparieren,
um sie voranzubringen und zu forcieren. Die müssen, ja, die müssen weg, da hast du recht. Sie müssen weg, sie müssen weg. Genau das ist unsere These. Und wie ich es gestern schon mal gesagt habe, es ist kein Rechtsbruch, wenn das deutsche Volk fordert, sie sollen gehen. Sie sollen ersetzt werden durch die Tüchtigen, die Eifrigen, jene, die jeden Tag mit harter Arbeit, mit einer ordentlichen Vita, mit viel Engagement, Ehrgeiz, Liebe und das, was sie am besten können, vorangetrieben haben. Denn dann haben wir in Zukunft keinen Gesundheitsminister, der ein Betrüger ist. Wir haben in Zukunft dann sehr wahrscheinlich auch keinen Innenminister, der noch nicht einmal weiß, was die harte Arbeit eines Polizisten auf der Straße mit sich bringt. Wir werden dann auch einen Innenminister haben, der nicht erst fragen muss, was es bedeutet, was der Staatsanwalt XY da gerade reingeschrieben hat, der nachlesen müsste, der gar nicht weiß, was es bedeutet, jeden Tag mit Not, Leid und Elend konfrontiert zu sein, wie unsere Krankenschwestern und die Menschen im Rettungsdienst. Dann werden wir endlich Menschen haben, die verstehen, was in der Pflege passiert. Wir werden Leute haben, die engagiert sind, weil sie es schon immer waren. Danke, Adolf. Recht herzlich vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein durften. Und auch von mir nochmal ganz großes Dankeschön für all jene, die hierher gereist sind, diesen Weg auf sich genommen haben und das an einem Montag, wo die Mehrheit von uns heute sicherlich arbeiten war. Recht vielen lieben Dank. So, viele kennen mich, ich bin der Lutz. War nicht geplant, dass ich heute was sage. Hab mich jetzt mal kurz... Ich bin seit Wochen, Monaten jeden Montag hier um 18 Uhr. Bin selbstständiger Handwerker. Viele kennen mich auch und ich sehe auch viele, auch meine Klassenkameraden hier, die vor über 30 Jahren genauso wie wir heute auf der Straße waren und haben für unsere Freiheit gekämpft. Damals wurde mir gesagt von einem ewig gestrigen, haut doch ab nach dem Westen. Ich habe gesagt, nein, ich will hier was verändern. Ich will hier bleiben. Oder wollte hier einen Rentnerstaat aufmachen. Und genau dasselbe ist jetzt wieder. Ich hätte nie gedacht nach 30 Jahren, dass ich genauso wieder für meine Freiheit und meine Rechte kämpfen muss. Und das muss sich ändern, weil ich habe keine Lust, in 30 Jahren, wenn ich das erleben darf, wieder hier zu stehen und dasselbe wieder zu machen. Und deswegen ist es wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier Gesicht zeigen. Friedlich. Wir lassen uns nicht in irgendwelche Schubladen stecken. Na? Wir sind weder rechts noch links. Wir sind in erster Linie Mensch. Und wir wissen, was wir wollen. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keine Diktatur. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach unsere Freiheit haben. So einfach ist es. Und unsere Rechte wieder. So, jetzt haben sie den Strom erneuert. ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer jungen Dame, die zu mir gesagt hat, sie geht hier nicht hin, weil wir streuen Hass. Das hat mich eigentlich ziemlich tief getroffen. Ich weiß nicht, woher das kam, woher sie das hat. Ich meine, klar, die Medien, ne, der Herr Lauterbach vor kurzem, muss ich jetzt mal sagen, ich wollte eigentlich keinen Namen nennen, aber der Mann ist mir wirklich nicht gerade ans Herz gewachsen, sich vor Kindern hinstellt und sagt, Hass ist das Schlimmste und Hetze, was man machen kann. Und tagtäglich macht dieser Mann das. Und wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Und ich muss euch echt sagen, es gibt genug Lösungen. Erst einmal, die erste Lösung ist hier, wir zeigen Gesicht. Zweitens ist, diese Parteilobby muss weg. Überall ist die Partei drin, in den Medien, im Bundesverfassungsgericht. So, was soll denn da rauskommen?
Ich bin, wie schon gesagt, selbstständiger Handwerker. Ich kann meine Arbeit auch nicht kontrollieren. Das muss dann der Bauherr machen. Wo kommen wir denn da hin? Und genau dasselbe ist das Problem hier. Hier müssen Politiker Verantwortung haben und die müssen auch, wenn sie Mist bauen, auf Deutsch gesagt, zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist das ganze Problem. Wenn ich keine Parteilobby habe, dann kommt es auch nicht vor, dass ein gewisser Herr Scheuer 600 Millionen verbraten tut und eine Frau Merkel sagt, der macht einen guten Job. Also, ich weiß es nicht. Und die Leute gucken zu, kriegen gesagt, sie sollen sich mit dem Waschlappen mal waschen, ja, sagen, sie sollen die Heizung abdrehen, ja, und was weiß ich nicht alles. Also, ich bin eigentlich nur noch sprachlos und deswegen ist es wichtig, dass wir hier sind, dass wir Gesicht zeigen und glaubt mir, es gibt immer einen Weg und der Weg heißt, trefft euch. Trefft euch, es gibt in jedem Ort und ihr seht, wie viele Orte da sind. Stammtische, die, nein, nicht das, was ihr denkt. Wir sitzen dort, wir trinken auch mal ein Bierchen. Aber wir unterhalten uns, wir schauen in die Zukunft, wir versuchen Leute, sag ich mal, auch mit aufzuklären oder besser gesagt auch mit ins Boot zu ziehen. Ja, das ist, wird wie, ich sag mal, ein Kommunalpolitiker, der sich hier beweist, der kann meinetwegen in Landtag gewählt werden und der kann dann auch in Bundestag gewählt werden und nicht wie solche Blinzen da rankommen, nur über die Partei. Das muss man ja mal ganz echt so sagen, um es jetzt mal auf Hochländisch. Ja. Es geht einfach darum, wir brauchen Fachkräfte. Ne? Heißt es immer so schön. Und da fangen wir mal bei der Regierung an. Das sind keine Fachkräfte. Das sind Parteilobbyisten und die müssen weg. So, und bevor ich mich jetzt um Hals und Kopf rede, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr so friedlich seid. Ich hoffe, dass das nicht einmalig ist. Wir sind jeden Montag 18 Uhr hier. Wir tauschen uns aus. Falls mal was sein sollte, ich sag mal Strom, Gas etc., wir treffen uns hier, 18 Uhr vom Rathaus, kann ich nur jedem Vogtländer sagen, das ist in jeder Stadt so, wenn irgendwas ist, einfach vor dem Rathaus 18 Uhr treffen, Handy weg oder irgendwas, ihr wisst, was da sein kann. Und dann geht's weiter. Danke, schönen Abend noch. Ihr habt es gehört von Lutz, auch bei uns in Auerbach und anderen Städten sage ich dasselbe, 18 Uhr, wenn der Strom länger über der Nacht weg ist. Ich möchte auch ein paar Worte noch finden am Ende, zum Schluss. Mich bewegt genauso vieles wie euch. Vieles wurde angeschnitten, was wichtig ist. Wir brauchen nicht den einen Befreier, wenn jeder selber begreift, dass wir frei sind. Und wenn, dann legt das Handy, schaltet die Medien aus, geht in den Wald, holt euch die Auszeit. Das habe ich im Sommer auch mal gemacht. Ich kämpfe für meine Familie, ich habe Kinder. Ich kämpfe auch für meine ältere Generation, die das uns hier aufgebaut haben. Und wenn ich im Video sehe und hier sehe, wie viele alte Menschen hier sind, danke für euch, dass ihr uns hier dies ermöglicht. Ja, mein Deutsch, ich bin aufgeregt. Danke an euch! Auch an uns, danke, gerne. Wir haben noch viele Pläne mit euch. Ich habe noch einen weiteren Plan. Holt mal euer Handy raus oder Feuerzeug. Sag gleich kurz und knapp, die Regierung gehört weg und fertig. Genau. Holt mal Handy, Feuerzeug, wir machen mal ein Licht. Petra, ist der Bildschirm an? Es dürfen ruhig ein paar hinter mir oder vor euch ein paar Bilder machen. Jede einzelne Seele von euch, die erleuchtet. Guckt mal nach links und rechts, wie wertvoll jeder ist. Wir lassen uns nicht mehr spalten. Nicht mehr von diesen Drecksäcken da oben. Wir halten als Mensch, als Seele zusammen. Wir sind was Besonderes. Wir sind ein besonderes Volk und dürfen auch da ganz stolz drauf sein. Hier im Vogtland, in Sachsen, in Deutschland. Danke, dass es euch gibt und unterstützt. Und weiter. Auch zu meinen Auerbachern sage ich,
ich liebe euch genauso alle, denn wir sind alle gleich. Wir kommen nackig und wir gehen auch nackig. Egal, was wir mehr haben. Ich bin Unternehmer, ich habe 11 Unternehmen, 35 Häuser. Ich bin Immobilieninvestor und ich sage euch, ich zahle bei 9 Häusern 6.900 Euro mehr Gas- und Stromkosten im Monat. Ich frage mich, wie das meine Mieter in Zukunft bezahlen sollen. Sollen die in einem halben Jahr wieder das Tempo weiter anziehen, dann bin ich pleite, genauso. Und ihr genauso. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Wir, wer von Auerbach kommt oder Umgebung, wir haben eine Frischluftgruppe. Sprecht mich bitte an, wir müssen mal Handynummern austauschen. Telegram. Wer noch nicht Telegram hat, es wird oft in den rechten Seite gedrückt. Ah, hier, die Schwurbler, die rechts, aber es wird ja immer mehr wahr. Nein, lasst euch helfen von eurer jüngeren Generation. Es ist wie ein Riesenfilter. Es gibt gute Gruppen, es gibt auch böse Gruppen. Es gibt gute Medien, auch schlechte Medien. Man muss ganz selber entscheiden, gut oder nicht gut. Gut oder nicht gut. Und die bösen Medien sagen auch viel in die Zeilen, aber da muss man ganz viel lernen und verstehen, das große Ganze. Und wir kommen auf eine ganz, ganz stürmische Zeit zu. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Menschen immer näher rücken und zusammenkommen und zusammenhalten. Macht euch einen Notfallplan, danach wird es ganz schön. Da glaube ich ganz fest dran. Mich kritisieren viele, warum glaubst du dran? Ganz einfach, mein Wille, mein Geist. Und ich schicke das ins Universum und dann wird das auch für uns alle schön. Kommt gut nach Hause. Ich bedanke mich auch noch eins. In Auerbach haben wir ein kleines Ritual. Die Polizeimotorradkolonne, die besucht uns immer, die ist heute aus Reichenbach, die besucht uns immer in Auerbach, auch die anderen aus Chemnitz, die Jugend, sächsische Polizei. Ich glaube, die haben auch einen ganz großen Applaus verdient, dass sie uns genauso unterstützt haben. Ich bedanke mich auch im Namen von Heinz Becker für dieses zahlreiche Kommen von Lutz, Thomas Liebold. Die haben sich echt ganz viel Mühe gegeben, um dies auf die Beine zu stellen. Sie waren im Rathaus, sie waren im Landratsamt. Das macht viel Arbeit. Also wir planen den nächsten Vogelandlauf. Kommt nach Hause, holt euch Telegram und über Facebook und irgendwo werdet ihr es auch erfahren. Lasst uns zusammenhalten. Schönen Abend euch. Hiermit ist die Versammlung beendet. Thank you.